So, willkommen zur dritten Folge und ich schätze mal, wir müssen jetzt ins Wasser und hier können wir wieder schnell laufen, wenn ich die Taste drücke. Also das ist irgendwie mal schleiche ich damit und mal laufe ich damit schneller. Das ist irgendwie seltsam. Wir müssen erstmal in den Garten. Garten, Garten. Garten, Garten, Garten. Hui. When your palette is full of a color, any additional nerve of that color will spill into the void. Okay, das ist gut oder schlecht? Noch haben wir nichts voll, guck mal, wir haben hier so wenig Wahl. Gold haben wir nur genug. So, und? Looks like there's only one creature wandering here. Do you hear it? Nein, da oben. Wo kommt das her? Geh weg. Mag dich nicht. Ja, wann ist denn der nächste Zirkel? Wieso muss ich mich mit Creaturen abgeben? Hilfe. Lass mich. Ich mag dich nicht. Geh weg von mir. Ach, lieber Blümchen. Blümchen sind toll. Die sind so friedlich und tun nichts. Emerald haben wir. Machen wir doch mal Emerald hier rein. Ach so. Dieses Ding muss ja noch. But you have little color. Return to the void, and I will tell you more. Ja, das mache ich gleich. Ist die Kreatur jetzt weg? Ich will nur noch mal Gold anpflanzen. Okay. Habe ich das falsch gemacht? Anscheinend. Habe ich nicht so ganz richtig gezeichnet. Ein bisschen Farbe verloren gegangen anscheinend. Aber egal. Wir hauen ab. Kreatur und so. Tschüss. Ich sagte tschüss. Na, geht doch. So. Jetzt alle. Oh oh. It feels almost as if color has come into the void. Just a little bit, but still. Oder doch nicht. Something has changed. In the old times it used to be like this. With each cycle, color came to the chambers of its favorite sisters. Until color became angry with us and left forever. But now, could it be that these drops have come? For you? Hm. Dachte, wir sterben. Weil Herz und so. 19:0. So. Aber Trust 90%. Was soll immer uns das bringen? Oh, warte, kann ich. Grün ist Defense. Ah, dadurch können wir auch unsere Stärken und Schwächen bestimmen. Okay. So. Gehen wir erstmal zurück.
Gehen wir mal wieder unsere Freundin besuchen. Steck dich doch nicht so. Other sisters believe the void is already dead, and the brothers will never return here. But I think now that you have appeared, something has changed. Wir können die Brüder wegbleiben. They feel changes, even from afar. We must be ready for their return. Mhm. Okay. Versuch's mal. Was soll ich denn machen? Ein Grün? Da unten ist doch dieses Symbol. Ah, wahrscheinlich hatte ich kein Gold mehr. Wo da Gold war. Hm. Okay. I was born only recently. The sisters had already begun to die forever back then, and no brother ascended from the abyss to take care of me. I don't know a lot of things, but I feel in the chambers of a live and happy sister that more color will appear. And if you quench my thirst, who knows? It might appear again. Hm. Nochmal, Gold. Wow, warum ist denn das so abgekackt da? Nee, hä? Ah, die Maus. Alter, die Maus spinnt. Einfach mal mehr Farbe reingemacht. Vielleicht bringt das was. Aus einer genauso seltsamen Sequenz. Sag mal. Oder ist das diese Anzeige? 150. Will sie haben. Ja, dann friss mal Farbe hier. Jetzt kann es natürlich voll sein. Muss man erstmal checken, dass man das Ding da voll machen muss. Ist es jetzt genug? Hunger has taken almost all of the sisters. There are only 9 left, but they too are preparing for their deaths. With the brothers gone, there's nobody to keep color and take care of us. I am the youngest of the surviving sisters. No sister was born after me. That's why color forgot our void. Mhm. Och. Das glaub ich doch gar nicht. Ich hab keine Farbe mehr. Bin alle. Hast mich ausgesaugt. Ja, du. Brauchst gar nicht so gucken. Erst anfixen mit Farbe und dann alles aussaugen. Ah ja. Aber hier ist auch nichts mehr. Wo kriegen wir jetzt neue Farbe her? Das ist die Frage. Gucken, wie es hier aussieht. Das geht dann, glaube ich, nur um Void.
dass sich das umwandelt. So wie ich das verstanden habe. Zumindest. Zeigt dir da, was für Farben man da finden kann? Da sehe ich, dass da Blau so voll ist. I sense two hiding here. I can hear them. Was? Did you remember to fill your new heart with color? With two hearts, you can transform two colors inside you. Ja, hab ich. Lauf mal schön da lang. Ich gehe hier lang. Soll ich das trotzdem öffnen? Was? Wieso ist das leer? Bist du bekloppt? So, haben wir ein bisschen Defense. Und da ist ein Blümchen. I will give you the power to control time. Was? Was bin ich macht? Den Tod zu kontrollieren? Okay. Ist ja nett von hier. Kann ich auch einsammeln? Nein. Sah mir nicht so aus. So, dann hoffe ich mal, wir finden noch mehr. Seht ihr ganz schön Hunger, die Jodel. Na. Jawohl, da ist was. Sehr schön. Sehr schön. Was? Aber vorher will ich erstmal gucken, ob ich irgendwie höher komme. Soll da irgendwie hoch kommen können. Ah. Nein, nein. Okay, da. Mist. Na toll. Bitte. Mach mich darauf. Boah, dann nicht. Ich hab mich da reingebackt. Na schön. Ich komme nicht da hoch. Wie komme ich da hoch? Nee, kannst vergessen. Na gut, dann muss man das von unten. So. Was ist das für Ding? Hüpfeding. Transformiert er jetzt irgendwas? Ganz viel Azur haben wir. Ich mach das Gold raus. Nehme das mit. Was gibt das denn? Geschwindigkeit. Hm? Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da oben hin. Von gemein. Oh, ich sehe da keinen Weg hoch.
Das ist ja dumm. Müssen wir da fliegen können oder so, was weiß ich. Da oben ist das Hüpfe-Ding. Hau schön ab. Gehst du weg. Und die sagte ja zwei Viecher. Hallo? Jawohl. Habe ich da oben gekommen? Weiß ich echt noch nicht. Da müsste man echt. Oder man kommt da gar nicht hoch. Wer weiß. So. Hier war eine Anzeige, dass da noch was gewachsen ist. Gold. I don't hear anyone anymore. Has anyone else? I sense two hiding here. I can hear them. Okay. Zwei Viecher sind hier. Tun uns nichts. Oh, das sieht dort bunt aus da oben. Guck mal. Grün und blau. Schwebt da rum. Hallo? Okay, er scheint die Luft erstmal rein zu sein. Oh, 21, sehr gut. Noch mehr blau. Da fliegt was. Das ist der Ausgang. Strike it with color. Take a good amount of nerve and strike it. The more color you put into the stroke, the more damage you will do to the enemy. Color feels your will. Unbelievable, you beat it. Yes, that's how you use color to fight. Remember, the more color you put into your blows, the greater the damage will be. Macht das noch einer? Na komm. Ja, ja, ist ja gut. Ist endlich tot. Was sind das für Viecher? Will ich mir noch angucken. Dann beenden wir die Aufnahme gleich. Hallo? Ach, das sind seine Füße. Aber... da braucht man ja mehr Farbe, als man findet. Ist ja doof. Also doch lieber ausweichen, damit man Farbe sparen kann. Weil sonst, das lohnt sich ja gar nicht dann. Das mit den Brothers habe ich immer noch nicht verstanden. Sind das nur unsere Feinde oder unsere? Oder deren Verbündete? Aber die eben sagte sie, die haben die Farbe für sie gesammelt. Also irgendwie. Dann sagt sie, sie will sie das nicht führen. Also irgendwie. Verstehe ich das nicht so hundertprozentig ganz. Schon ganz oben. Und die letzte. Sehr schön.
Geh ich nochmal schnell hier rein. Oh, das geht ja noch. Noch ein bisschen. Aufhören. So. Dann verschwinden wir hier raus und dann beende ich auch die Aufnahme. Predators have appeared again in my realm. This is not good. Even though they are not alive, they are dangerous. They feel color inside you and will always attack. Worse, their return is a sign that color is being wasted. And nothing angers the brothers more. The appearance of predators in a sister's chambers is a sign that her realm is diseased. I beg you, rid my chambers of the predators, or we're both in danger. Just be careful that you don't waste color doing so. Okay. Also sollen wir dann in der nächsten Folge irgendwelche Feinde besiegen und dabei keinerlei Farben zu viel verbrauchen. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge.